Die gute alte Zeit, hä? Ehrlich, so gut waren sie jetzt auch wieder, ne? Ich erinnere mich noch. Früher, da waren die Pixel so groß wie Kühlschrank. Wir haben nur eine Handvoll Farbe gehabt und der Sound hat so gelungen. Na, von mir aus. Ganz so groß waren die Pixel auch wieder, ne? Aber der Rest stimmt. Und ich hab das Original von Resident Evil 2 noch gespielt. Also, wenn ich mir sie jetzt anschaue, dann... Schlimm. Ganz schlimm. Das Lustige ist aber, in meinem Kopf, und zugehört, da ist es oft so nervig wie in der Früh im Unterland, da sieht das Game so aus wie das von heute. Ich glaube, sowas zeigt dir, dass du das perfekte Remake hast. Das ist die Oberklasse vom heutigen Standard und gibt dir trotzdem das Gefühl von früher. Dort, wo noch alles ganz neu und spannend war. Verrückt, echt. Und wie macht Capcom das Kunststückle? Erstmal peben sie das gute Alte. Das heißt, einmal die Story und die Charaktere. Der Leon, die Claire und noch ein paar Leute, bloß nicht spoilern, stolpern in eine ausgewachsene Zombie-Apokalypse in Raccoon City. Dann kämpft und rätselt man sich durch die bissige Belegschaft. Das grundsätzliche Gameplay ist also, wie man es vom Original her kennt. Präsentiert wird das Ganze aber pixelperfekt. Das Game sieht aus wie ein Traum. Halt, so kein Albtraum. Da passt so gut, dass es keine fixierte Kamera mehr gibt, sondern die typische Über-die-Schulter-Sicht. Da siehst du dir super viele Details umso besser, und es zoomt so schön rein, wenn du einen Zombie ankuscheln will. Die Polizeizentrale, wo du ja praktisch die meiste Zeit verbringst, ist gruselig gut gemacht. Enge Gänge, Chaos, Kapuzzüge und dunkle Ecken mit bösen Überraschungen. Da gibt's so viel zum Sehen. Und zum Hören. Der Sound macht nämlich viel vom Horror aus. Da stöhnt ein Zombie, der trampelt einen Tyrant. Du rechnest immer mit dem Schlimmsten. Und es ist schon besser so, weil du bist nie sicher. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki. Oh, wenn es gute Waffen gibt und so ein bombiges Frühstück noch jeden Freak ruhig gestellt hat, du hast immer zu wenig Muni. Das heißt, jeder Schuss wird sitzen. Oft ist es besser zum Rennen als zum Kämpfen. Sonst geht's da wie mir. In der Sackgasse drehe ich mich um und ein ganzes Rudel hat mich gekesselt. Das Magazin ist leer, die Hose randvoll. Also, wenn du unbedingt willst, kannst du an deinem Remake sicher auch umnörgeln. Warum gibt's so seltsame Rätsel und Geheimgänge in der Polizeistation? Warum müssen die Dialoge immer so B-Movie sein? Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Warum braucht das ganze Backtracking, dass ich neue Räume erst freischalte, wenn ich sonst alles schon in- und auswendig kenne? Die Antwort ist einfach. Weil Retro. Das war früher so. Das gehört zum Style. Also gewöhn dich dran. Und es lohnt sich. Du kriegst derselbe gute Grusel, dieselbe Spannung wie früher. Nur in neu. Und auch mit der Kleinersache, die es bei Resi Retro einfach braucht. Kräutermische, das Cleanse Inventory und wenn man will, limitierte Speicherstände auf der Schreibmaschine. Ich find's einfach Wahnsinn, dass ich bei einem Game noch Schiss hab. Wahnsinnig gut. Du mäschen einfach Horden von Zombies nieder, da reicht schon einer an der richtigen Stelle und ich zuck so wild, dass ich nix mehr trifft. Kurz gesagt, wer mindestens 18 Jahre alt ist und's gute Nerven hat, der ist der Spieler. Super gemacht, Capcom. Merci fürs Zuhören. Musiert sich Vorarlberg Online. Was zum Teufel? Was zum? Was zum? Was zum? Scheiße! Schon mal einen Tofu-Soldat in Resident Evil 2 gesehen? Im Original war das eigentlich ein Tool für die Entwickler, um die Kollisionen im Spiel zu testen. Denn es ist ein Running Gag mit einem eigenen Minigame war. Alpha, do you read? Ja, mir, mir. Jetzt gibt's das Ding gleich in 5 Geschmäckle. Da ist jemand echt lang vor dem Bildschirm geguckt.